Jetzt sind wir in Episode 2, Betrachtungen. Der Betrachtende ist in gewissem Sinne der Mitlebende. Weiter konnte ich nicht lesen. Heiliger Bimba, ist mein Leben geil. Genau wie Kichicho, Mann, hammermäßig. Geht ohne mich weiter. Ich komm später nach. Du hast ihn gehört, Gay. Los! Bleib bloß nicht ins Dorf, sicher. Hey, Fernandes. Sieh mal. Ist das der Ort? Die Wassis? Was auch immer? Ja. Wo das Leben beginnt. Ist das Thompsons? Ja, ich werde es mir näher anschauen. Oh, Kacke! Geh! Shh. Du lebst. Komm schon, steh auf. Oh Gott, du schuldest mir neue Unterhosen. Komm rein. Die neue ist auch okay. Ich wusste, dass ihr es wart. Hey. Musikwünsche? Wir sind mitten im Wald aufgewacht. Und ihr? So eine Art runtergekommenes Gefängnis. Gabe. Gina ist tot. Ah, scheiße! Thompson ist auch tot. Ja, aber ich habe seinen Arm reif. Eddie hätte gewollt, dass ich rausfinde, wie er funktioniert. Du hast echt seine Hand abgehackt? Manchmal muss man schwere Entscheidungen treffen. Komm, sehen wir uns im Gebäude um. So, bevor wir das aber machen, gucke ich erst nochmal nach, dass ich den Ton auch alles anhab und so. Ich verstehe nicht, warum dieses Spiel es so schwer machen will, dass man raustappen kann. Das ist richtig belastend. Okay, aber Ton ist an. Lieber nochmal nachgucken, als dass ich am Ende einen Stream ohne Ton habe. Hatte ich ja schon oft genug. Die Aufseherin. Was wollen Sie? Ich muss euch das Labyrinth scheuchen und sehen, wer wieder herauskommt und wer nicht. Das Labyrinth ist in diesem Fall ein besonderes Virus, das ich jedem von euch injiziert habe. Sie haben was? Wir werden alle sterben, da besteht kein Zweifel. Aber einer von euch hat noch die Chance, gut zu sterben. Ich bin keine Laborratte. Das kann sie sich in ihren aufsehenden Arsch schicken. Aber wir wurden mit etwas infiziert. Oh sie Mann. Hat eine Nadel in mich gesteckt? Denk einfach nicht drüber nach. Rexy, begleite mich mal. Komm. So, ich kann mich noch sehr gut an die Stelle hier erinnern. Und ich weiß noch, dass sie kein Spaß war. Klar, wir haben jetzt ein bisschen besseres Zeug, weil, ne, habe ich ja das letztes Mal schon erklärt, weil ich die Kampagne auch schon mal gespielt habe und mein Zeug davon noch behalten habe. Aber trotzdem. Die Stelle war das letzte Mal kein Spaß. Ich muss dir da drüben was zeigen.
Mann, ich hoffe, Fischer geht's gut. Neil? Neil war bei euch? Ja, wir wurden auf dem Weg hierher getrennt. Glaubst du, du kannst ihn fliegen? Wenn er repariert ist, aber er hat nicht genug Saft. Er braucht eine neue Batterie und Treibstoff. Und wir finden genau, was wir brauchen in diesem Scheißhaufen? Nach meiner Erfahrung, ja. Hilf mir suchen. Ist natürlich schon irgendwie wahr. Irgendwie findet man immer in Resident Evil Spielen genau das, was man braucht. Aber Leute, was ist das denn für ein gigantischer Turm? Da kriegt man ja schon fast Professor Layton und das verwunschene Dorf? Hieß es so? Vibes. So, hier ist etwas für die Brechstange. Also für dich, meine Moira. Und da haben wir eine Teilebox. Ja, ein paar Goodies. Sage ich nicht nein zu. Aha, wusste ich doch, dass es hier irgendwas noch geben muss. Nochmal Pistolenmunition. Ja, davon haben wir ja nicht mehr allzu viel durch die letzten Kämpfe. Claire? Wir sind nicht allein hier draußen. Ja, das hätte ich dir tatsächlich, ich glaube, auch schon vorher beantworten können, dass hier noch andere Menschen. War das erstmal nur der eine? Okay. Solange nicht auf einmal eine ganze Horde auf mich zugerannt kommt, kriege ich das, glaube ich, noch ganz gut hin. Ein Treibstoffdepot. Aber der Eingang ist blockiert. Dafür brauche ich also eine Bohrmaschine. So. Kommen wir hierher oder was ist hier? Ne, hier ist aber nochmal eine Kiste für die Moira. Nein. So. Zwei Schlösser. Das war knapp, aber geschafft. Pistolenmunition. Wie ist denn hier eigentlich unser Inventar-Aufteilung? Ich habe doch hier Magnum. Die kann ich schon zum Beispiel erstmal übergeben. Und dafür nehme ich mir die Pistolenmunition. Und das kann ich auch übergeben. Dann lassen wir das erstmal so. Dann habe ich aber mit Claire erstmal wieder ein bisschen mehr Platz. Hallo, du mit Bohrmaschine? Pedro! Erschreck mich nicht so, Claire! Schau mal, was ich gefunden habe. Wenn ihr brüchige Wände findet, könnt ihr sie bestimmt durchbohren. Guck nach, ob drin was Brauchbares ist. So, das hat ja jetzt zum Glück auch nicht absolut gefühlt alle hierher geholt. So, Tagebuch eines Reisenden.
Ja, also der war von Anfang, am Anfang total davon überzeugt, hierher zu kommen, und am Ende war halt alles doof und er hat kein Wasser mehr gehabt. Und ist dann vermutlich gestorben. Vermutlich er da. Pistolenmunition bin ich aber voll. Ja, ich will ja auch nicht dich blenden, ich will das, was da hinten liegt. Stoff. Wir könnten dein Bohrer jetzt gebrauchen. Bereit für ein paar Abrissarbeiten? No Probleme. Sag mir nur, wo es lang geht. So, dich da hinten sehe ich doch aber. So. Hallo du. Ja, danke. Ich habe das Gefühl, dass die Schrotflinte gar nicht so stark ist wie meine Pistole. Zumal ich auch nur zwei Schuss mit ihr jeweils habe. So, was hast du aber bewacht? Pistolenmunition. Ja, habe ich jetzt vier Schrotmunition gegen 15 Pistolenmunition getauscht, wenn man es so sehen will. Stimmt, ich kann sprinten. Gute Funktion. Von der anderen Seite verschlossen. Hier ist ein Loch, also können wir hier vermutlich in Barrys Kampagne weitergehen. War es nur der? Okay. Die brüchige Wand, die wir noch gefunden haben, war hier hinten, ne? Wir sind hier ansonsten keine Gegner. Ja. Pedro, kommst du mit? Ja, hallo, hier hinten. Bin ich hier richtig? Okay, haltet Abstand. Da sind sie wieder. Die Leiche hat sich gerade ver... Haben wir es dann? Oder kommt noch eine Welle? Okay, wir sind drin. Nice. Danke dir. Irgendjemand lebt hier doch noch. Vermutung, dass das wichtig war. Rotflintenmunition, ja, da habe ich ja einiges verschossen. Ich konnte die Armreifübertragung zurückverfolgen. Sie kommen vom Norden. Wahrscheinlich von einer Anhöhe aus, denn ich kriege volle Signalstärke. Ja, keine Störungen. Gut gemacht, Pedro. Ihr Aufenthaltsort ist vielleicht der Schlüssel hier raus. So, darf ich wissen, aber wie du das gerade gemacht hast, während du hier drinnen mit mir warst? So. Ich habe ja den Treibstoff als Item, ja. Kann ich den da abgeben, dass ich wieder ein bisschen mehr Inventarplatz habe?
Gabe, taugt dieser Treibstoff was? Aber hallo, jetzt brauchen wir nur noch eine Batterie. So, wo kriegen wir eine Batterie her? Da, wo Strom herkommt. Und Strom kam aus dieser Kantine. Also hier aus der Bar. Turmemblem, 5 von 9. Schießpulver, okay, nehme ich. Hier ist was für Natalia. Natalie Korda? Natalia Korda? Ich weiß es gar nicht mehr. Für die Frau mit den kleinen Händen. So, hier gibt's ansonsten nicht mehr groß was, oder? Da gibt's noch ein kleines Goodie. Ein Topas, nehme ich. Wo geht's hier hin? Claire, das Licht brennt in dem einen Haus. Hier brennt doch an mehreren Häusern Licht. An der anderen Seite verschlossen. Ein rotes Kraut. Okay. Hier kann ich rüberspringen. Aha, ich kann Moira hochklettern lassen, okay. Okay, aus etwas mehr Nähe ist das vielleicht doch gar nicht mehr so scheiße. Hier ist eine Truhe für sie und eine Batterie für mich. Ich habe keinen Platz. Kann ich mir irgendwie was herstellen? Verbandmittel, Desinfektionsmittel. So, und jetzt kann ich das... hier geben. Alles. Und ich nehme das und das. Wir haben alles. Und sie macht das hier noch auf. Bringen wir es zu Gabe. So. Knapp aber gefunden. Und auch gefunden. Was haben wir hier noch? Schrotflintenmunition. So. Gibt's hier noch irgendwo Goodies? Nee. Wo geht's hier oben noch hin? Zu einem Tor. Wo ich natürlich im Moment noch nicht durchgehen darf. Kann ich mal hier hochheben? Nein. Dann bringe ich halt erstmal meine Batterie weg.
So. Hier hast du eine Batterie. Sollte alles sein, was du brauchst. Gute Arbeit, Redfield. Nicht, dass ich erstaunt wäre. Jetzt sind meine Künste gefragt. Schmierige, heli-reparierende Voodoo-Künste. Ach du heilige Scheiße. Die Aufseherin. Sie lockt die Kreaturen genau zu uns. Das ist nicht fair. Aber was machen wir nun? Ich versuche den Heli schneller zu reparieren. Jemand muss die verdammte Sirene ausschalten. Verstanden. Wir übernehmen das. Das kommt von der Bar. Bitte reparier das Teil. So. Ja, bitte mach das aus. So. Wir sind umzingelt. Es gibt keinen Ausweg. Es ist alles vorbei. Beruhig dich, Pedro. Sieht mir meinen Arm. Wechsel deine Arme. So, dann haben wir hier noch einen. Und hier noch einen. Warum passiert mir das? Das ist nicht fair. Nein, jetzt kommen sie alle rein. Das ist nicht gut. Du lässt mich bitte in Ruhe. Du lässt das mal bitte. Hier geht's, glaube ich, nicht so gut. Pedro? Seht ihr, wie seine Arme reift? Ich habe der Furcht. Keine Furcht haben. Nein, jetzt nicht auch noch Zombies. Lauf, Räuber, lauf! So. Du bleibst bitte tot. Au. Nein, nicht sterben. Ich wollte mich heilen. Ich habe den Charakter gewechselt. So ein Scheißdreck.
Bullshit. Bitte heilen. Nein. So ein Bullshit, ich muss nachladen. Nein, du sollst auch wegrennen. Ja, hallo du. Ich bin in die genau falsche Richtung gerannt. Ja, ich möchte bitte rauf aufs Dach. Ja, ich bin auf dem Weg. So. Ja, ich bin noch da. Ja, wir folgen dir. Wo führst du uns hin? Ich gehe hinten rum und öffne die Tür. Wartet da. Sie ist auf. Los. So. Ja, und jetzt machen wir die Tür einfach zu. Wenn dir das Video gefallen hat, dann findest du hier weitere Videos und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen.